Inside my bones, it goes electric, wavy when I'm in my zone. Up in my city, up in my home, we're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, feel the hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes above it, moving so phenomenally. Like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything gone, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine. Hey, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good pick up on you when you dance, dance, dance. All those things I shouldn't do when you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. Can't stop the feeling, yeah. Stop you. Woo! I can't stop the, I can't stop the, I can't stop the feeling. Woo! Got this feeling in my body. I can't stop the. Und Wuschel! Mega! Und die ganze Duftkerzen-Gang. Meine Kumpels aus dem Taxi hat er mitgebracht. Und es duftet so gut. Nach Fichten. Das bin ich. Das bin ich. Fichtennadeln und so. Meeresbrise, ein bisschen Kokos und ein gutes Getränk von Ray. So. Aber ich merke schon, Luke, dir gefällt das sehr alles hier, ne? Ich bin großer Fan der Sendung und ich war so geschmeichelt, dass ich sogar auf Platz 2 oder 3 beim Faultier war. Und jetzt bin ich hier. Ich glaube immer noch. Ja. Ja, wer weiß. Vielleicht bin ich auch die Kakerlake. Man weiß nicht. Habe ich auch getippt übrigens. Dass ich die Kakerlake bin. Ja, deswegen bist du heute nicht dabei. Ja, maybe, maybe. Aber ich bin jetzt 10 Sekunden hier und bin direkt geflasht. Ich habe jetzt gar nicht so hingehört, weil ich die ganze Zeit selber mitgesungen habe. Deswegen hat man meine Stimme jetzt hier, glaube ich, am lautesten gehört. Ich bin ein großer Fan vom Wuschel und das schon seit Stunde null. Also, Wuschel, du hast ihm mein Herz gesungen. Mhm. Das freut ihn sehr. Ja. Das. Vor allem, mir ist ja aufgefallen, Wuschel hat relativ kleine Füße. Ich glaube auch tatsächlich, dass es sich um eine sehr kleine Person handelt. Wir haben ja in der Indizienmatz gesehen, noch lange nicht am Ziel. Du glaubst ja, es ist ein Rennfahrer. Ich glaube, es ist einfach ein sehr junger, sehr begabter Künstler, der schon einen langen Weg vor sich hat. Wir sehen ja auch immer den kleinen Wuschel, der auch schon so im Rampenlicht stand. Ich glaube, ich habe mir im Internet jetzt die Woche auch ganz viele Sachen angeguckt und lustigerweise auch diese Kopfbewegung. Der Künstler, den ich meine, der macht beim Singen auch immer so den Kopf so zur Seite. Er hat eine so schöne Stimme. Er war bei The Voice Kids und ich tippe auf Mike Singer. Okay, das widerspricht ein bisschen, wo ich bin jetzt gerade, weil ich habe gedacht, die Indizien davor, wir haben viel von, meine Freunde haben mich alleine gelassen, glaube ich, war das so. Aber das, was wir jetzt gesehen haben, finde ich zum Beispiel, eine, der bei den Stock Car damals mitgemacht hat, einmal bei den Fußball Auto damals bei Rabauk gemacht hat und Giovanni Zarella halt irgendwie so. Die Stimme passt nicht 100%, aber ich habe das Gefühl, manchmal so wie bei Stephanie Heinzmann, dass die einfach absichtlich versuchen, uns zu täuschen.
Ja, das also so das gemein sind wir. Also hier seid so, also das du kann, sowieso. Das kann ich mir nicht von, also von der Frisur her wäre es eher Giovanni, da hast du natürlich Ich bin da auf einem ganz anderen, und das eigentlich auch schon seit der ersten Stunde, weil ich kenne diese Stimme. Diese Stimme hat bei mir in der Show schon mal gesungen. Und jetzt habe ich auch ein paar Indizien, die dahin führen. New York T-Shirt in der Matz. New York liegt in Amerika. Danach waren pastellfarbene Hochhäuser zu sehen. Die gibt es in Miami. Miami weiß. Er ist weiß. Oh. Vincent weiß. No! Wow. Also, ey, und ich weiß, dass Vincent Weiß, der war bei mir in der Schulsendung und da haben wir in sein Freundschaftsbuch geguckt und da stand Traumberuf Rennfahrer. Nee, und nee. da wäre diese Zielflagge. Ja, der ist auch ein Motorradrennfahrer, ne? Also der ist auch. Und der macht Motorradfahren und er hängt immer in einem Taxi und wenn man in einem Taxi fährt und man, der Taxifahrer gefällt einem nicht, denkt man sich, ey, da müsste eigentlich Musik sein. Das war der erste Hit von Vincent Weiß. Sehr gut. Also ich bin drin, Leute. Ja, ich merke schon. Ich bin drin. Luke ist zu Hause. Definitiv. Habt ihr eine Frage an unseren Wuschel? Ich hab eine Frage an ihn. Ich habe jetzt schon sehr weit hier hineingefühlt in unsere Welt. Wenn du der bist, von dem ich glaube, dass ich dich weiß, von der du... Also Vincent, ist es vielleicht... Ich könnte ihn jetzt fragen, ob er keinen hochkriegt, wenn er an Mädchen denkt, weil das war ja der Sarah Connor-Song. Aber ich frage dich was anderes. Da sind wir sehr dankbar. Ja, ich frag's ja nicht. Ich denke nur laut. Ja, Moment, können wir den Applaus dafür haben? Ja. Das wäre so gut. Hast du was mit Rennsport zu tun im weitesten Sinne? Also entweder bist du Rennfahrer oder hast du im weitesten Sinne irgendwas mit Rennfahren zu tun? Hey Leute, ich liebe den Fahrtwind. Desto schneller ich am Ziel ankomme, umso besser. Juhu! Bist du schneller was? Desto schneller ich am Ziel ankomme, desto besser. Also ich fand das... Der will irgendwo hin. Also Vincent hat mir einmal sein Motorrad gezeigt und ich ihm meins. Okay, erzähl mir mehr aus eurem Leben. Und tatsächlich war seins so ein Rennmotorrad. Wieso, da unterstütze ich deine Meinung. Ja. So. Bin aber noch nicht weg vom Giovanni. Ihr Mopeds, jetzt gucken wir uns erstmal eure Motorräder an. Also, dann fangen wir bei Luke an. Vincent Weiß. Ja. Ruth hat gesagt, Mike Singer. Ja. Und Ray war so ein bisschen bei Giovanni Zarella. Mm. Haartechnisch. Ja. Das war Lukes Kommentar, nicht meine. Das stimmt, das habe ich auch so gespeichert. Das ist sehr interessant, die Gang, die ihr da rausgesucht habt. Auf jeden Fall war das ein toller erster Auftritt. Wirklich mega gesund. Dankeschön, Wuschel. Mega gesund. Kein Grund zum Augenrollen, das war top. Aha. Vielen Dank, Wuschel.